Der letzte Tag der Kladonale ist ein guter Anlass, nochmal ein großes Dankeschön loszuwerden. In erster Linie geht mein Dankeschön dem Organisator und Initiator der Kladonale, Wolfgang Philipp, und seiner wunderbaren Familie, die ihn tatkräftig unterstützt hat. Und natürlich geht mein Dank den wunderbaren Künstlern, die hier bei uns in der Galerie Franka Löwe ihre Kunst präsentiert haben. Das waren zum Beispiel Karin Platebuchner, eine eloquente und wirklich fröhliche Autorin, die hier in einer wunderbaren Lesung ihre Gedichtbände vorgestellt hat, und zwar für groß und für klein. Mein Dank gilt auch Tim Posern, einem außerordentlich talentierten Künstler, der uns hier mit einer Reihe von interessanten und auch lustigen Skulpturen bereichert hat. Seine Comics, aber auch seine Malerei und seine Zeichnungen waren eine wirklich große Bereicherung dieser Ausstellung. Mein Dank gilt auch Cornette Dejeuner, der Künstlerin, die hier mit ihren Videos präsent war. Da ging es um Wind und um Blau und um viele wunderbare Eindrücke, die im Zusammenspiel von Wind und Natur und auch Gegenständen sich vereinten. Mein Dank gilt auch natürlich Stefan Fuchs, der auch mit einer wunderbaren Präsentation seiner Kunstwerke hier gezeigt hat, wie verschiedene Drucktechniken funktionieren, welches seine Inspiration der Expressionisten waren und vieles andere mehr. Und last but not least geht mein Dank natürlich auch Theresa Winkler, die hier einen Vortrag gehalten hat über ihre wundervolle Tituk Silberschmiedekunst. Sie hat auch hier ihre Exponate gezeigt und ich freue mich sehr, dass sie auch tatsächlich länger bei uns in der Galerie zu sehen sein wird und auch eben ihre Schmuckstücke zum Kauf anbieten wird. Der letzte Tag der Kladonale ist natürlich auch ein Zeitpunkt, an dem wir Resümee ziehen wollen. Ich kann unterm Strich sagen, dass ich zumindest, was die Galerie Franka Löwe betrifft, alle meine Ziele erreicht habe. Ich habe neue Kontakte geknüpft mit vielen neuen interessanten Leuten aus Kladum, aus Potsdam, aber auch aus Berlin. Alles Menschen, die rund um die Kunst einfach interessiert und engagiert sind. Ich hatte wundervolle Besucher, die teilweise auch aus weiten Teilen Berlins herkamen, unter anderem aus Treptow. Viele kamen auch aus Potsdam. Also kann ich auch sagen, dass die Kladonale, obwohl sie jetzt erstmal sehr klein und bescheiden angefangen hat, doch eine ganz gute Reichweite erzielt hat, was mich auch echt erstaunt hat und natürlich auch erfreut hat. Ein weiterer Punkt, der für mich sehr positiv gelaufen ist, wir hatten wirklich viele Besucher. Wir hatten an die 100 Besucher in den 4 Wochen und das ist wirklich außergewöhnlich, zumal wir hier am Standort Sacrer Landstraße doch nicht so exponiert waren wie jetzt im Kladower Zentrum. Aber es gab viele, die ganz gezielt hierher gekommen sind, um sich das anzusehen, was wir hier zu zeigen und zu bieten haben. Und auch haben wir dabei ein wirklich positives Feedback bekommen. Das größte Kompliment, was ich gehört habe, war, hier fühlt man sich richtig wohl. Hier ist man ja mehr Gast als Besucher und das war eigentlich genau das, was ich hier auch zeigen wollte. Und ich freue mich darauf, dass nach der Kladonale auch viele von Ihnen hoffentlich hier vorbeischauen. Sie haben noch übrigens bis Ende Juni Zeit, die Kunstwerke der Kladonale-Künstler hier bei uns zu bewundern und natürlich auch käuflich zu erwerben. Es würde mich sehr freuen, wenn der eine oder andere mit einem Bild weniger oder mit mehreren Bildern weniger nach Hause fahren würde. Das war's hier von meiner Seite aus der Galerie Franka Löwe in der Sacrer Landstraße 59 in Berlin-Kladow. Ich bedanke mich bei all meinen auch Zuschauern, die unsere Videobeiträge begleitet haben und ich freue mich darauf, dass sie hoffentlich irgendwann hier auch persönlich bei uns auftauchen werden. Dankeschön.